So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Kerbal Space Programm. Hier ist wieder euer Legolas. Und wir sind angekommen, also die Note hier, was jetzt hier steht, die stimmt nicht mehr. Ich habe mich da verwirren lassen. Vor allem war der Intersect weg, aber ich bin jetzt schon so nah, also 400. So, ich muss jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, dass wir da auf und zu fliegen hier. 0,5 Meter pro Sekunde ist in Ordnung. Solarzellen sind eigentlich voll. Die können wir mal einfahren. Sicherheitshalber mal einfahren. So, die hinteren hätte ich jetzt nicht einfahren müssen, aber kann ich leider nicht steuern. So. Dann, wir können noch ein bisschen vorwarpen. Warte mal, da ist wieder dasselbe Problem wie immer. Wir brauchen einen Docking-Modus. Jetzt haben wir wieder Rotate anstatt Lin. So, RCS an. Das müssen wir hier wieder anpeilen. Das Schöne ist, wenn man auf Target Hold hat, ja. So. 5 Meter pro Sekunde, jawohl. Wir können da mal ein bisschen Schmackes geben hier. So. Zeitvorlauf mache ich natürlich. So. Push, push. 180 Meter, wir machen das Ding mal scharf, arm, man at arms sozusagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Punkt sich verhält, also ob ich da an der Oberfläche greifen kann oder ob ich da drin versinke, ich weiß es nämlich nicht, wie die Oberfläche da hier definiert ist. Was ist denn das da für ein Pünktchen da noch, ja? Da sehen ein paar Pünktchen. Ich weiß jetzt, ob das hier jetzt ein Mond ist oder so. Keine Ahnung. Ich schaue auf jeden Fall gerade die Sonne zu. So, ich kann auch ein bisschen in den Zeitvorlauf gehen. So. Also wie gesagt, das mit diesem Control Mode, also Steuerungsmodus heißt es hier, linear oder rotate. Oder rot, keine Ahnung. Das heißt bestimmt rotate und linear. Das kann mir ja jemand mal erklären, dass ich das mal weiß, was das heißt, weil ich habe da überhaupt keinen Plan. Ja, haben wir eigentlich auch Scheinwerfer an Bord? Haben wir Scheinwerfer? Ich glaube, wir haben keine Scheinwerfer, oder? Nö. Nur die Kapsel, die leuchtet. Schade, weil jetzt verschwinden wir gleich in der Sonne und dann sehen wir nichts mehr. So. Na, wir können noch, also 0,5 Meter pro Sekunde sind jetzt eigentlich nicht zu schnell, würde ich sagen. Huch. Alter. Gegriffen hat er nicht. Das Ding rotiert jetzt. Toll. Target 2,6 Meter pro Sekunde. Wie viel dreht er sich jetzt oder wie lang? Ja, das war jetzt aber blöd. Ich konnte den gar nicht greifen, den Dinger, ja. Hm, jetzt dreht er sich natürlich. Das ist halt nochmal blöder. Hm. Naja. Wir versuchen es nochmal. Autosave, ja, der Autosave ist schön und gut. So, jetzt entfernt sich das Teil mit einer Drehung, also hört es aber wieder auf sich zu drehen oder macht es jetzt immer die Pirouette eher? So, nochmal hier ein bisschen nachjustieren. So, ich könnte jetzt kurz die Haupttriebwerke zünden, aber das wäre nichts. Aber jetzt wirklich, ja, 0,5 war doch zu schnell. Okay, jetzt wissen wir das nächste Mal. Naja, man lernt ja immer aus Fehlern, ne? 0,1 Zeitvorlauf. Ja, guck, jetzt steht er. Oder bin ich jetzt im Zeitvorlauf gegen das Ding hingeknallt? Das kann natürlich auch sein. Nee, ah, jetzt hat er aufgehört zu drehen. Ist es ein Bug oder ist es normal, wenn ich das so mache? So, aufgepasst. Ja, ob da jetzt mein Radar-Alter Meter was bringen wird oder nee, wird er nicht, weil, ja. Kein Ziel, was soll der Kack? Control, hä? Warum kann ich jetzt schon hier controlen? Na nü. Ich kann doch sonst immer von hier controlen. Oder ist da jetzt was kaputt gegangen?
Ich kann hier nicht von da kontrollen. Oder haben die da was verändert? Ah! Ich bin ja auch. Hä? Ich war noch im Zeitverlauf. Ach so. Ah. Jetzt kann ich Control vom hier machen. So. Ah, es hat nichts geändert. So. Aber. Naja, gut, 0,1 ist so langsam. 19 Tage sind wir jetzt schon unterwegs. Und 4 Stunden. Na gut, 0,1 ist ein bisschen lahmarschig. Ach. Ach nee. Wir haben gekoppelt. Ey. Wow. Ja gut, der Brocken macht schon ein bisschen was her. Yes, wir haben ihn, wir haben ihn. Ich freue mich, ich freue mich. Hahaha. So, okay, jetzt hat er. Was ist denn jetzt? Worauf zielt denn das hier? Kann ich das vielleicht mal. Zeig mal her. Ach, das ist Corbin. Ah, okay. Dann ist das der Mann da unten. Ja, und das ist ja nur ein Simulationswert. Corbin Escape in 6 Tagen. Corbin Encounter in einem Tag. Okay, wir müssen hier an der Periapsis. Müssen wir dann brennen. Dann müssen wir den Orbit verringern. So, ich würde halt mal sagen, wir warpen jetzt mal vor. Halt. Bevor wir da irgendwas faul machen. Okay, die Energie geht noch. So. Ich werfe mal einen Blick auf den Wert hier. 800 bei dem Zeitverlauf jetzt. So. Stopp. 16 Stunden haben wir noch Zeit. Warte mal, welche Solarzellen kann ich ausfahren? Ich kann eigentlich alle ausfahren. Da passiert nichts. So. Nochmal hier Sonne tanken. Naja, wobei. Wir stehen gerade schlecht zur Sonne. Laden wir was auf? Ja. Teilweise. Was ist das? The recent accomplishments of our space program have attracted contributions from numerous organizations. We have started constructing the first station around the sun. Bitte was? We have performed a docking maneuver on the sun. Hä, das zählt als Station? Oder als docking maneuver? Also, okay, das ist die erste Weltraumstation hier mit einem Asteroiden. Naja, man kann ja eine Asteroidenraumstation bauen oder so. Aber das habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gedacht. Naja, egal. Was auch immer. Wir haben es bekommen. Da geier ich jetzt nicht dran rum. So. 200, okay. Okay, okay, nee, das lädt gerade nicht viel auf. Naja, gut, aber die soll er. Ah, jetzt lädt es auf. Jetzt sind wir Sonne näher. Staging Mode, hallo. Das brauche ich nicht mehr, den Docking Mode. Geh. Warum geht der jetzt nicht wieder rein? Hallo? Ist der mich etwa. Ah, ich bin noch im Zeitverlauf. Ah, jetzt hat er. Oh, so wollte ich sagen. Ja. Jetzt wollen wir noch. Wie, aber wie kann das jetzt aufgeladen haben, wenn wir gar in der Sonne sind? Psst. RCS kann mal raus. Ich meine, wir können ja mal. Wir könnten. Ja gut, wir könnten mal drehen. Warte mal. Oh, da tut es alle möglichen Düsen hier. Nee, ich lasse es mal lieber. Ich lasse es mal lieber. So, Zeitverlauf hier. 16 Stunden, da sind wir drin. So, ja, jetzt ist noch ein paar Minuten. Ja, eine halbe Minute. Halbe Minute, eine halbe Stunde. So, jetzt hat sich das Ganze hier auch geändert. Jetzt haben wir hier. Ja, das Ding nimmt alle möglichen Farben immer an. Es gibt dann Lindgrün, es gibt da Lila, es gibt Rot, es gibt Blau, Türkis, wie es jetzt ist. So. Mann, nö, wollen wir nicht. Minmus, ja gut, stimmt ja, wir sind ja. Das ist sozusagen ein kleines System, wenn man so will. So sieht es eigentlich aus. So, Zeitverlauf kann weg.
Das ist mal eigentlich hier bei der Periapsis ein Manöver setzen und bremsen. Brems. 101, wow, das ist aber nicht viel. Das geht erstaunlich leicht von der Hand, wenn ich es jetzt mal so sehe. 35. Aber um Mann rum oder was? Nö, nee, doch Körbin, okay. Die Bahn. Ja, die Bahnhaken ist jetzt ein bisschen blöd. Ja klar, wenn wir so reinkommen, ja, das ist logisch. Können wir da noch was verändern daneben? Ja, wir können da ein bisschen was ändern an der Bahn. Das möchte ich auch. Wobei, stopp mal, wir müssen jetzt eigentlich auf die Körbenraumstation fokussieren. Warte mal, kann ich mal auf den Mond als Target setzen? Ah ja, jetzt habe ich hier eine Ascending Node. Weil der Mond hat die gleiche Bahnneigung. Ja, wobei, da ändert sich jetzt der Kurs. Ah, dich! Weg mit dem Käse hier mal wieder. So. Descending Node. Hat Manöver. Was passiert, wenn ich hier dran rumschraube? Ja, das braucht schon mal ganz schön was hier. Ach, das ist die falsche Richtung. Die Richtung ist ich. So. Falsche Richtung. Ah ja, da kann man jetzt wieder mit den Zipfeln rumspielen. Sorry für den Ausdruck. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Mit den Penöbeln, sagen wir mal jetzt mal so. Das sonst kann das ein bisschen missverstanden werden hier, Zipfel her. Ja. 40, also da ändert sich nichts an dem ganzen Gerät hier. Was haben wir hier? Oder ich lasse das mal ganz sein mit dem Rumgeschraube hier. Ich mache jetzt einfach nur mal hier das Bremsmanöver. Und wobei ich eigentlich ja hier Fokus, genau. Ich möchte eigentlich auf die Raumstation fokussieren. Target. Und da haben wir 44 Winkel gerade. Okay. Ja gut, erstmal müssen wir eigentlich jetzt ja. Warte mal, dann machen wir das nochmal weg. Ja, tun ganz bisschen nur jetzt hier machen. Ja, das war die falsche Richtung. So rum sollten wir drehen. Wir machen das einfach mal so, dass es hier einfach mal einschnappt. Was haben wir jetzt? 77, okay. Ne, wir können noch ein bisschen mehr machen. Halt! Das war zu viel. Periapsis 36 zu 44. 38 zu 35. Ich drehe nochmal. Ups. Ah, das ist immer das. Da. So langsam fängt mich an, das Ding zu nerven. Diese Einstellerei hier ist echt. Manchmal würde ich gerne hier so eine Nummer eingeben, dass sie ja sagen jetzt, ja, ich will 37.000 oder so. Dann berechnen mal oder so. Und ja, gut, aber das ist dann nicht immer möglich. Ja, wir lassen es mal so. Kurs ausmanövrieren hier bitte. Das gucke ich mir jetzt mal an. So. Dreht sich da was?
Sehr langsam. Ich glaube, ich tue mein RCS einschalten. Ach, geht's jetzt schneller? Ne, ich glaube nicht, oder? Doch. Jetzt bewegt sich das. Oh, ist das ein Koloss, ey. Ja, wie groß ist dann Huge? Der ist ja dann nochmal brockiger. Gut, es war jetzt mal vorher ein kleiner Stüppler erstmal. Ich habe jetzt gedacht, oh Gott. Kann man das jetzt gleich greifen, das Teil, oder ja. So. Estimate Burn 58 Sekunden, sagt er mir. Also das ist weniger wie eine Minute. Naja, Sprit haben wir eigentlich noch gerade ausreichend. Da kann man jetzt nicht meckern. Hey, das war jetzt einfacher wie das, was ich mir da so zusammengereimt habe. Ja. Aber man lernt durch Probieren, lernt man. Ne? Das hat man jetzt hier gemerkt. Nur durch Probieren lernt man es. So. Ja, wir haben sogar noch 2 Tage Zeit für den Kurs. Na, wir richten jetzt uns nach vollster aus. Gut, dann sind wir da ausgerichtet. Dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt mal so dann. Und in der nächsten Folge brennen wir dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.